Das Königsprinzip der Portfoliopflege ist Diversifikation. Und das müssen Sie dem Aufwand gegenüberstellen, den es braucht, um Ihr Portfolio zu diversifizieren. Und sonst nichts. Es gibt so etwas, das nennt sich moderne Portfoliotheorie. Die wurde von Harry Markowitz entwickelt, einem amerikanischen Ökonomen. Aber als dann Harry Markowitz selber sein eigenes Geld anlegen musste, hat er seine eigene Theorie gar nicht verwendet. Dann müssen Sie es sicher auch nicht tun. Es gibt Menschen, die verwenden die Portfoliopflege dazu, möglichst dann in den Markt einzutreten, wenn er ganz unten ist, sodass man davon profitiert, wenn er raufgeht, und dann wieder auszusteigen aus dem Markt, wenn er oben ist. Versuchen Sie das nicht zu tun. Es kostet Sie nur Geld. Sogar der berühmteste Investor aller Zeiten, Warren Buffett, versucht das nicht. Und wenn er es nicht versucht, ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Was ist Diversifikation? Man kann auf zwei Arten diversifizieren. Nach Region und nach Branche. Das ist aber doch nicht so einfach. Zum Beispiel die Region zu definieren. Nestlé ist ein Schweizer Unternehmen. Nestlé macht aber 98% des Umsatzes im Ausland. Ist es wirklich ein Schweizer Unternehmen? Das gleiche gilt für Apple. Ein Großteil des Umsatzes und auch der Produktion ist im Ausland. Auch das ist nicht wirklich ein US-amerikanisches Unternehmen. Und bei der Branche ist es nicht einfacher. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Fluglinien- und Reisebusunternehmen sind beide in der Reisebranche. Aber sind sie wirklich genau in der gleichen Branche? Nun, wenn die Piloten streiken, dann werden nur die Fluglinien betroffen und die Reisebusunternehmen profitieren. Und das Gleiche passiert auch, wenn der Ölpreis steigt. Dann profitieren die Reisebusunternehmen, weil sie eben weniger Benzin brauchen. Sie sind dann eigentlich nicht mehr in der gleichen Branche. Es ist also echt kompliziert. Sie müssen entscheiden, wie viel Geld Sie in welche Region und welche Branche anlegen. Das Einfachste ist natürlich gleichgewichtet. Gleich viel Geld in jeder Branche und jeder Region. Und da habe ich gute News für Sie. Der Chefökonom der UBS, Klaus Wellershoff, hat ein Buch veröffentlicht. Und da hat er gesagt, dass sie bei der UBS jahrelang probiert haben, etwas herauszufinden, das besser ist als die Gleichgewichtung. Und sie haben nichts gefunden. Es ist sogar so, dass ein amerikanisches Unternehmen Bridgewater, ein Broker, die letzten 100 Jahre analysiert hat und dabei gefunden hat, dass zwar die USA der beste Markt waren in den letzten 100 Jahren, dass aber ein gleichgewichtetes Portfolio genauso gut war. Und warum war das so? Länder wie Deutschland und Frankreich hatten sehr schwierige Zeiten, zum Beispiel während den Weltkriegen. Sie hatten dann aber eine spektakuläre Erholungsphase mit sehr hohen Renditen. Und das Resultat war, dass am Schluss gleich viel auf dem Konto lag, wie wenn man nur in Amerika investiert hätte. Es gibt also keine Regeln. Und das ist vielleicht unangenehm für Sie. Keine Regeln, was soll ich jetzt tun? Schauen Sie es positiv an. Wenn die Ökonomen keine Regeln herausgefunden haben, heißt das, sie können auch nicht viel falsch machen. Ich würde nur eins machen. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht in einer bestimmten Region oder Branche konzentriert sind. Und dann sind Sie gut diversifiziert. Wie viele Aktien brauchen Sie nun im Portfolio? Es ist offensichtlich, je mehr Aktien Sie haben, desto diversifizierter sind Sie. Aber das bedeutet auch Aufwand. Sie müssen es zum Beispiel in Ihrer Steuererklärung aufführen. Ökonomen haben herausgefunden, dass Sie mindestens 30 Aktien brauchen, um diversifiziert zu sein. Besser 40 oder 50. Das heißt aber nun nicht, dass Sie sofort alle Aktien kaufen müssen. Wenn Sie neu beginnen und einen bestimmten Betrag zum Investieren haben, dann kaufen Sie zuerst einmal eine Aktie. Aber eben nur mit einem kleinen Betrag des Portfolios. Vielleicht mit 2, 3 oder 5%. Und so werden Sie mit der Zeit ein diversifiziertes Portfolio aufbauen. Für viele Menschen steht aber nicht ein großer Betrag zur Verfügung, sondern sie sparen gleiche, kleinere Beträge jedes Jahr. Und da ist die Sache noch einfacher. Ich empfehle dann, 2 bis 4 Mal im Jahr Aktien anzulegen. So hat man nach einem Jahr 4 Aktien, nach 2 Jahren hat man 8 Aktien und nach 5 Jahren hat man bereits 20 Aktien und ist sehr gut diversifiziert. Nun denkt man, dass man am Anfang noch nicht diversifiziert ist, weil man ja erst eine Aktie gekauft hat. Das ist aber nicht so,
weil man den ganzen Betrag, den man über die Zeit investieren wird, auch berücksichtigen muss. Und deshalb ist die erste Aktie auch nur ein ganz kleiner Betrag des Gesamtsparvermögens. Also das Königsprinzip der Portfoliopflege in Zusammenfassung. Stellen Sie sicher, Sie haben mindestens 30 Aktien in Ihrem Portfolio und nicht in einer Branche oder Region konzentriert. Wenn Sie große Unternehmen kaufen, ist das sogar noch besser, denn die großen Unternehmen sind bereits in ihren Aktivitäten diversifiziert. Und wenn Sie ganz kleine Beträge investiert haben in Ihrem Portfolio, dann verkaufen Sie diese Aktien, denn das ist schlichtweg zu viel Aufwand. Denken Sie daran, bei der Portfoliopflege geht es nur um Diversifikation gegenüber dem Zeitaufwand, den es dafür braucht.